EDV Podcast. Für Kleine. Und Große selber machen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Lena und ich begrüße euch zur vorerst letzten Folge des Pfiffer Podcasts des Landesbund für Vogelschutz. In dieser Reihe geht's um Kreatives, Köstliches und Heilendes aus Wiese, Wald und Flur. Ihr kennt ja wahrscheinlich meine Co-Moderatorin und Außenreporterin Cosima. Die ist jetzt gerade auch zugeschaltet. Hallo Cosima, das ist ja heute erstmal unsere letzte Podcast-Folge. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du einen besonderen Wunsch oder eine Lieblingspflanze hast, aus der wir etwas machen sollen. Ja, Hüttentischel finde ich total schön. Die haben so süße kleine Herzchen am Stiel. Ja, stimmt, die finde ich auch sehr hübsch. Was hältst du davon, wenn wir daraus Kräuterbutter machen? Oh ja, Kräuterbutter, das hört sich lecker an. Zum Hirtentäschel würde ich dann auch noch junge Giersch- und Spitzwegerichblätter in die Butter geben. Die kennst du ja schon. Das wird richtig lecker. Okay, das heißt, wir nehmen in dieser letzten Folge den Hirtentäschel genauer unter die Lupe. Bevor wir loslegen, habe ich wieder ein paar Infos dazu für euch gesammelt. Wissenschaftler nennen ihn Capsella bursa pastoris. Das weit verbreitete Hirtentäschel ist eine eher unauffällige Pflanze. Es besitzt einen angenehmen Geschmack, enthält viel Vitamin C und eine Menge Mineralstoffe und außerdem ist es ein kräftiges Heilkraut, welches besonders gut bei Blutungen wirkt. Gegen derartige Beschwerden wurde es auch schon im Altertum verwendet. Sowohl die jungen Triebe mit Blüten und Knospen als auch die Blätter schmecken roh und im Salat und im Smoothie oder, wenn sie gegart sind, in Gemüsefüllungen. Die kleinen herzförmigen Früchte sind mit ihrem feinen Nussaroma eine köstliche Salatzutat. Die reifen Samen kann man wie Pfeffer verwenden oder zu Senf verarbeiten. Und sogar aus der Wurzel kann man etwas machen, die ergibt nämlich getrocknet und gerieben ein ingwerartiges Gewürzpulver. Für unsere Kräuterbutter brauchen wir jetzt dann ein kleines Glas mit Deckel, ca. 250 ml sollten reinpassen, 100 ml Sahne, ein Brettchen, eine Küchenschere, eine Schüssel, einen Esslöffel zum Umrühren, ein bisschen Salz und Pfeffer, 15 Stängel vom Hirtentäschel, 5 junge Spitzwegerichblätter und 5 junge Girschstängel. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ob ich die Butter vergessen habe. Nein, habe ich nicht. Aber wir wollen uns die heute aus Sahne einfach selber schütteln. Jetzt geht's gleich raus zum Sammeln mit Cosima. Vorher sind hier nochmal die Sammelregeln für euch. Erstens, wir sammeln die Wildpflanzen immer nur in Begleitung von Erwachsenen, die nochmal kontrollieren, ob man auch wirklich die richtige Pflanze entdeckt hat und nicht aus Versehen eine giftige Pflanze erwischt hat. Zweitens, man sollte Wildpflanzen nicht direkt an der Straße sammeln, wegen Autoabgasen und Hinterlassenschaften von Hunden. Drittens, wir sammeln wie die Indianer, das heißt nicht von einer Pflanze alles, sondern es bleibt immer ein Teil zurück und wir nehmen nur so viel, wie wir wirklich brauchen. Brauchst du jetzt noch Hilfe beim Erkennen, Cosi? Hirtentäschel finde ich leicht. Ich erkenne ihn ja an seinen dreieckigen Schötchen. Genau, die Blätter sehen außerdem den Löwenzahnblättern sehr ähnlich. Allerdings sind sie behaart. Wo bist du denn unterwegs? Hast du schon alle Pflanzen gefunden? Ich bin hier am Spielplatz und da habe ich ganz viel Hirtentäschel entdeckt. Und die anderen Kräuter finde ich hier auch. Sag mal, Lena, wie viele brauchen wir eigentlich für die Kräuterbutter? 15 Stängel vom Hirtentäschel, 5 junge Spitzwegerichblätter, 5 junge Girschstängel. Sag mal, Cosi, welches Rezept hat dir eigentlich am besten gefallen? Ich fand den Juckt mich nicht Balsam sehr gut. Der hat richtig gut beim Mückenstichen geholfen. Und die Kräuterlimo hat sehr gut geschmeckt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Danke, Lena. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, dir helfen zu dürfen. Tschüss! So, und dann lasst uns mal losschütteln. Am besten ihr bereitet als erstes die Kräuter vor. Alle waschen und ein bisschen trocken schütteln. Dann könnt ihr den Girsch und den Spitzwegerich mit der Schere in kleine Stücke schneiden. Vom Hirtentäschel könnt ihr die jungen Blätter ebenfalls klein schneiden. Die Samenherzchen könnt ihr vorsichtig mit den Fingern abknipsen. Füllt die kalte Sahne in das Schraubglas und macht es ganz fest zu, sehr wichtig. Und jetzt shake it. Zuerst wird die Sahne zu Schlagsahne
und dann wird sie zur Butter. Dabei setzt sich die Buttermilch ab, die kann man auch trinken, die ist sehr lecker. Die Butter füllt ihr jetzt in eure Schüssel und dann könnt ihr sie mit den Wildkräutern verrühren. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazugeben und schon ist die Kräuterbutter fertig. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und draußen sein. Ich hoffe, ihr hattet beim Sammeln und beim Verarbeiten der Kräuter genauso viel Freude wie wir. Bis bald mal. Ade, eure Lena.